you Hallo, liebe Leute, ich habe mich und willkommen zu einem weiteren Rufguide. Und zwar diesmal für die Main-Ruffraktionen innerhalb von Dragonflight. Das heißt, wir haben einmal die Traumwächter, wir haben die Niffen, die Drachenschuppenexpedition, die Zentauren, der Maruk, als auch die Tuska und das Waldrackenabkommen, was wir uns hier einmal ansehen. Ansonsten in der Timeline vom Video könnt ihr einfach zu dem Part skippen, das euch gerade am meisten interessiert. Die erste Ruffraktion, die wir uns ansehen, das ist die Drachenschuppenexpedition. Die Drachenschuppenexpedition, die befindet sich hauptsächlich in der Küste des Erwachens auf den Dracheninseln, denn ihr seht hier unten auch diese zwei Spitzhacken eingezeichnet und daran erkennen wir die Drachenschuppenbasislager, also den Main Hub für diese Fraktion, wo ihr auch einige Rufquests annehmen könnt und auch abschließen könnt. Diese Rumfraktion geht von Rumstufe 1 bis 25 und gewährt euch hier ein paar interessante Dinge. Vor allem das Interessanteste hierbei sind die Portale, mit der ihr euch dann hier durch die Welt teleportieren könnt. Das sind hier diese ganzen Plattformen, die hier eingezeichnet sind, und da kann man sich immer von Plattform zu Plattform teleportieren, allerdings mit einem Cooldown, ist aber trotzdem relativ praktisch. Ansonsten kriegen wir hier noch was ganz interessantes und zwar erstens kriegen wir hier eine quest die uns nochmal Ruf gewährt und zwar zwei Stück, einmal ab Romstufe 13, einmal ab Romstufe 24. In einem der zukünftigen Patches wird diese Anforderung glaube ich auch rausgenommen, wenn ich mich nicht täusche und eines der wichtigsten Dinge, das wir kriegen und auch für den Ruffarm relevant ist, das ist ab Romstufe 5, denn dort gibt es dann die vergrabenen Schätze, das heißt ab dann können wir hier auch Schätze innerhalb der Welt finden. Jetzt allerdings schauen wir uns erstmal die Basics an, wie man denn hier überhaupt Ruf farmen kann. Erste Möglichkeit, hier Ruf zu arbeiten, ist es, indem man die einmaligen Quests alle abschließt, die er innerhalb der Dracheninseln findet. Und zwar findet ihr die meisten davon in der Küste des Erwachens. Ihr findet allerdings auch in den Ebenen von Onara, Azurblonkibike, Faldrassus als auch auf der verbotenen Insel die ein oder andere Quest für die Drachenschuppenexpedition, die ihr abschließen könnt, um dort Ruf zu erlangen. Wie erkenne ich das? Ob die Fraktion äh, Ruf oder ob ich bei einer Fraktion Ruf kriege? Und zwar, wenn er im Quest NPC hingeht und rechts unten schaut auf den Tooltip, dann sehen wir schon, der gehört zur Drachenschuppen Expedition und daran erkenne ich normalerweise in, sagen wir mal, 90% der Fällen, dass man einen Ruf kriegt. Aber manchmal kann es natürlich auch sein, dass man keinen trotzdem kriegt. Aber wenn wir sonst die Quest annehmen, dann sehen wir auch hier jederzeit, dass wir hier für den Abschluss dann Ruf für die jeweilige Fraktion kriegen. Das heißt, auch an der Quest könnt ihr das nochmal sicherstellen. Das heißt nochmal, gerade in der Küste des Machens gibt es sehr viele, vor allem hier beim Drachenschuppen Basislager findet ihr da manche, aber auch ganz normal hier versteckt in der Welt sind immer wieder Quests, die für die Drachenschuppen-Expedition ge äh, gelten. Und natürlich auch hier in den verschiedenen anderen Zonen gibt es auch den ein oder anderen Questgeber, mit dem man schon relativ gut vorankommt, weil das gar nicht mal so wenig Ruf gibt. Wie wir schon gesehen haben, kriegen wir halt hier die 250 Ruf alleine für diese Quest. Außerdem gibt es auch wöchentliche Quests für die Drachenschuppen-Expedition. Und zwar befinden sich die immer in der Küste des Erwachens beim Drachenschuppen-Basislager. Dort seht ihr nämlich immer wieder so Zettelaushänge könnt ihr mal anklicken. Manchmal sind es auch NPCs, allerdings die kommen nur einmal die Woche diese Quests. Äh, könnt ihr einfach hinschauen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, ich muss hier so eine Gesucht-Quest abschließen und kriege dafür nochmal 250 Ruf, wenn ich das abschließe. Es gibt eine Quest, die wahrscheinlich zu Verwirrung führen könnte, wenn sie denn ab ist. Und zwar müsst ihr dann hier oben äh, beim Pier von Uktulut äh, einmal äh, auf das Schiff warten, denn da hängt so ein Drache an dran, den man anklicken muss. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das Schiff dauert echt lange. Das dauert glaube ich eine halbe Stunde, bis das sie wieder kommt, aber das ist ein Timer vorne, den man sieht, ähm, wenn diese Quest ab sein sollte, dann habt ihr es nochmal ein bisschen leichter, dass er den Abschluss davon auch kriegt für den Ruf. Möglichkeit Nummer 2, Ruf zu farmen. Das sind natürlich die allseits bekannten Weltquests. Das heißt, die Weltquests innerhalb der Dracheninseln, die refreshen zweimal die Woche. Das ist einmal jeden Mittwoch und einmal am Samstag, äh, wo diese Quests zurücksetzen. Das heißt, da habt ihr zweimal die Woche die Chance, hier ein paar Rufquests abzustarben. Ob die Quests Ruf geben, das seht ihr natürlich einerseits wenn es Ruf-Tokens dafür gibt, sehen wir zum Beispiel hier, gewährt 150 Ruf bei der Drachenschuppenexpedition. Dabei muss man aber beachten, man bekommt dann zweimal Ruf, denn der normale Abschluss gibt einmal Ruf und das Token, das hier als Belohnung zum Beispiel dabei ist, das gibt dann nochmal Bonusruf. Das heißt, um sicherzustellen, dass ihr für die Drachenschuppenexpedition expedition Ruf bekommt, braucht ihr nur auf die jeweilige Weltquest vale einmal drauffahren und seht immer, für welche Fraktion denn diese Weltquest vale in dem Sinne gerade ist und was es dort als Belohnung gibt. Die Weltquests vale für die Drachenschuppenexpedition sind meistens die Katalogisiererflose, als auch diese kletterwelt und die ein oder andere, äh, wo man hier mal ein paar Mobs killen muss, äh, wo man ebenfalls nochmal ein bisschen Ruf abholen kann. Die nächste Möglichkeit, hier Ruf zu arbeiten, das ist über die Schätze, die ihr finden könnt. Diese Schätze werden ersichtlich, wenn ihr Ruhmstufe 5 erreicht, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, denn für Ruhmstufe 5 kriegt ihr hier vergrabene Schätze. Ihr könnt eure Expeditionsschaufel zum Finden und Durchwühlen von Haufen bewegter Erde verwenden. Ihr findet vorher auch schon immer mal wieder. Taschen, die ihr ebenfalls plündern könnt, jedoch die bewegte Erde macht es dann nochmal ein bisschen leichter. Das heißt, ich finde zwei verschiedene Arten von Schätzen. Damit ihr diese bewegte Erde aber sehen könnt auf der Karte, benötigt ihr eine von zwei Schaufeln. Möglichkeit Nummer eins, und das würde ich euch sogar empfehlen, sind die robusten Expeditionsschaufeln. Die könnt ihr ganz einfach im Auktionshaus kaufen, kosten so 60 bis 120 Gold um den Dreh pro Stück, lassen sich alternativ von Schmiedekunst auch herstellen und haben insgesamt 20 Aufladungen. Das heißt, ihr könnt 20 Schätze ausgraben. Alternativ könnt ihr jederzeit zum Drachenschuppen-Expeditionslager reisen und könnt dort mit dem Hüter oder der Hüterin des Ruhms sprechen und könnt euch hier für Drachenschuppen ähm, oder für Vorräte der Dracheninseln auch jederzeit so eine kleine Expeditionsschaufel kaufen. Die gibt allerdings nur 5 Aufladungen, das heißt, die hält halt nicht ganz so lange. An. Wenn ihr so eine Schaufel im Inventar habt, dann habt ihr die Chance, dass er auf den Dracheninseln, also hier in den vier Zonen, Küste des Erwachens, Ebene von Nonara, zur Blaue Gebirge, also auch im Fall Drassus jederzeit Schätze angezeigt kriegt. Und zwar, wenn ihr euch hier einfach durch die Gegend bewegt, in meinem Fall ist hier gerade Lucky direkt vor mir einspawn, dann kann hier so ein Schatz auftauchen. Aber, nochmal Achtung, die bewegte Erde seht ihr nur dann, wenn ihr eine Schaufel im Inventar habt. Das heißt, nur wenn eine Schaufel im Inventar ist, dann wird mir diese Erde als Schatz auch markiert. Das heißt, nicht irgendwie ewig lang rumfliegen und dann drauf kommen, oh, ich habe alle meine Schaufeln schon verbraucht. Die anderen Schätze, also die Taschen, die es ebenfalls gibt, die können genau in den gleichen Zonen sein und die liegen einfach nur so da, da braucht er keine äh, von den Schaufen dafür. Wenn er so einen Haufen findet, könnt er den anklicken und dürft ihn dann aufgraben und darin findet er immer einen äh, ein Dracheninsel-Artefakt und das brauchen wir dann auch für Ruf, als auch ein paar andere Materialien, die ihr hier rausnehmen könnt. Jedes Mal, wenn er so ein Artefakt findet, dann dürft ihr das nämlich jederzeit innerhalb von dem Drachenschuppen-Expeditionslager wiederum für Ruf abgeben. Und zwar könnt ihr hier immer zur Hüterin des Ruhms gehen und dürft dort entweder einzelne oder gleich mehrere von diesen Relikten abgeben und erhaltet dadurch immer wieder Ruf. Wenn ich hier zum Beispiel 20 Stück abgebe, dann erhalte ich direkt 300 Ruf bei der Drachenschuppen-Expedition. Das ist also die Möglichkeit, wie ihr bei der Drachenschuppen-Expedition permanent Ruf haben könnt, indem ihr euch ein paar Schaufeln mitnehmt und euch dann durch die Gebiete begebt und immer wieder schaut, ob ihr ein oder den anderen Schatz finden könnt, um diesen auszugraben und die dracheninsel Artefakte hier abzugeben. Ihr habt außerdem noch eine sehr einfache Möglichkeit, bei dieser Fraktion Ruf zu erhalten und zwar ist das über die Flaggen der Drachenschuppen-Expedition. Die sind immer einmalig pro Charakter zum Anklicken und ihr findet zahlreiche davon innerhalb der Welt. Ein Addon, was euch dabei helfen kann, das ist das Addon Notes, Dragonflight, wenn man hier den Namen einmal sieht, klickt da auf dieses drauf dann könnt ihr einmal ganz nach unten gehen hier auf Erfolge und dann wählt ihr hier einmal die Drachenschuppenexpedition, die höchsten Gipfel aus, setzt hier ein Häkchen und dann wird das hier automatisch auf der Karte eingezeichnet, wo sich diese Flaggen befinden. Die findet er in, in der Küste des Amachens, eben nur von Donara, Azurblau, Gebirge, Faldrassus als auch auf der verbotenen Insel. Und wie gesagt, ihr könnt jede Flagge einmalig anklicken und erhaltet dafür auch einmalig Ruf. Wenn er so eine anklickt, dann kriegt er immer so eine kurze Cutscene, wo er nochmal das Gebiet so ein bisschen schöner dargestellt bekommt. Die letzte effektive Möglichkeit, hier an Ruf zu kommen, vor allem für zwei Ruhmstufen, das ist die Kampagne selber. Das heißt, die Drachenschuppen-Expeditionskampagne gibt es einmal ab Ruhmstufe 24 bzw. ab 13. Wobei, wie schon am Anfang gesagt, diese Ruhmstufen-Anforderungen werden irgendwann rausgenommen oder sind vielleicht schon rausgenommen. Das heißt, es kann sein, dass ihr diese Kampagnen bereits einfach spielen könnt. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen, denn für den Abschluss davon gibt es immer 2500 Ruf. Das heißt, ein komplettes Ruhmlevel. Die Kampagnen selber... Die starten einfach wieder in der Küste des Erwachens beim Drachenschuppen-Basislager und werden euch ganz simpel markiert, denn wir sehen hier so ein extra Story-Ausrufezeichen und dem müssen wir dann ganz einfach folgen und ganz am Ende der Kampagne werden wir dann mit einem Ruhmlevel level belohnen. Zwei Zusätze noch ganz am Ende für diese Fraktion und zwar Nummer 1 Ihr könnt die Archivar-Quest hier einmal abschließen und zwar in Valdrasus findet ihr hier oben die Akademie von Algetar und da seht ihr so eine kleine fliegende Insel direkt über dem A von der Akademie. Äh, ist hier so ein riesengroßer Turm auch oben drauf. Direkt beim Eingang hier zu eurer Linken, seht ihr dann so ein Pergament hängen, da könnt ihr eine Quest annehmen. Könnt ihr einmal hier bei dem guten Edward abgeben und dann bloppen zu eurer Linken hier zwei Quests auf. Und diesen zwei Questreihen könnt ihr folgen. Die geben euch ebenfalls nochmal Ruf bei der Drachenschuppenexpedition. Das heißt, das lohnt sich auch nochmal abzuschließen. Außerdem, wenn ihr das abgeschlossen habt, dann kriegt ihr drei neue Weltquests. Diese Weltquests sind allerdings nicht für die Drachenschuppenexpedition, sondern für die Archivare von Azoroth wo ihr hier dann den einen oder anderen Reward noch abholen könnt. Das allerletzte, was ihr hier noch machen könnt, das ist, wenn ihr im Raid unterwegs seid, und zwar in dem Gewölbe der Inkarnationen. Dort sind immer wieder so größere NPCs, die man umhauen kann und dafür kriegt man so eine rare Karte mit. Die, wenn ihr die noch nie abgeschlossen habt, kriegt auch eine Quest. Die leitet euch nämlich hier nach Waldracken einmal zur Saphir-Inklave, zu diesem Haus. Und da könnt ihr hier vorne bei dem Drachenschuppen NPC und zwar Liliana Mondschein könnt ihr das abgeben und kriegt ebenfalls nochmal ein bisschen den Ruf. Allerdings könnt ihr diese Karten nur einmal die Woche kriegen. Falls ihr gerade im Raid unterwegs seid, dann nehmt ihr auf jeden Fall mit, dass ihr hier die ein oder andere Rufmarke auch noch rauskriegt. Die zweite Rumfraktion, die wir uns jetzt ansehen, das sind die Zentauren der Maruk. Und auch hier geht es wieder von Rumstufe 1 bis Rumstufe 25 insgesamt. Bei dieser Fraktion gibt es ebenfalls wieder mehrere Möglichkeiten, an Ruf ranzukommen. Möglichkeit Nummer 1, wie auch schon bei der Drachenschuppen-Expedition, ist der Abschluss von verschiedenen Quests, vor allem innerhalb von den Ebenen von Onara. Das heißt, gerade hier sind die Zentaurin angesiedelt, das heißt, hier kriegt er auch am meisten Ruf, wenn er questet. Allerdings findet ihr auch in der Küste des Erwachens, Azurblauen Gebirge und Valdrassus die ein oder andere Quest, wo ihr immer mal wieder Ruf für diese Fraktion abholen könnt. Das heißt, es empfiehlt sich definitiv, diese ganzen Quests einmal abzuschließen. Ob ihr Ruf für die Fraktion bekommt, seht ihr seht eigentlich immer ganz einfach direkt bei der Annahme der Quest, denn ihr könnt einfach runterscrollen scrollen und seht hier Zentauren der Maruk Ruf, kriegen wir also 200 Ruf, wenn wir hier einfach eine Quest abschließen. Lohnt sich also definitiv, die Main Story hier durchzumachen, als auch sämtliche Side-Quests abzuschließen und eventuell auch das ein oder andere Gebiet abzugrasen, um zu schauen, ob er dort auch noch eine Quest finden könnt. Möglichkeit Nummer 2 sind auch hier logischerweise wieder die Weltquests. Das heißt, wenn ihr auf die Karte schaut, könnt ihr jederzeit auf die Weltquests drauf fahren und dann steht in gelber Schrift neben dabei Zentauren der Maruk. Daran erkennt ihr, dass ihr automatisch Ruf für diese Weltquest kriegt. Als Bonus kann es natürlich auch ab und zu mal eine Rufmarke geben. Dann kriegt ihr überhaupt doppelten Ruf für diese Quest. Dann lohnt es sich natürlich umso mehr, das abzuschließen. Das heißt, auf jeden Fall hier bei den Gebieten immer durchschauen, ob er hier die ein oder andere Quest findet, die halt Ruf bei dieser Fraktion gewährt, damit er die ein oder andere abschließt. Außerdem, damit er hier bei der Arena diese Weltquest erhaltet, die einmal die Woche oder zweimal die Woche ab ist normalerweise, müsste er einmal die komplette Arena Quest Reihe abschließen, was sich sowieso lohnt, weil er für jedes Kapitel dieser Quest natürlich auch Ruf bekommt. Und habt er das auf dem jeweiligen Charakter abgeschlossen, dann kommt ja auch noch die zusätzliche Elite Weltquest ab, wo er hier halt einmal einen dieser Arena-Gegner besiegen müsst, um nochmal Ruf zu erhalten. Möglichkeit Nummer 3 für die Zentauren der Marok. das ist das Lager, das er eingezeichnet kriegt, wenn er euch in den Ebenen von Onara befindet. Und zwar ist das das Lager der Aylak. Wenn ihr euch dorthin begebt, dann hat das immer einen Timer. Das heißt, es ist immer ein paar Tage dort und nach einer gewissen Zeit zieht das dann weiter. Das heißt, ihr könnt zweimal die Woche hier Quests abschließen. Diese Quests werden hier eigentlich als tägliche Quests markiert, aber wie gesagt, ihr könnt die nur zweimal die Woche abschließen, immer wenn das Lager weitergezogen ist, gibt es wieder neue Quests. Das heißt, auch hier solltet ihr definitiv hingehen und die einzelnen Quests abschließen, denn die geben relativ viel Ruf und lohnen sich dementsprechend umso mehr immer abzuschließen. Wenn das Lager dann schlussendlich hier abzieht, das heißt exakt, wenn der Timer hier auf null geht, dann packen die hier ihren ganzen Staff zusammen und wandern weiter. Dabei findet ein kleines Event statt. Bei dem Event könnt ihr einfach dieses Lager verteidigen und könnt die ganze Zeit mitwandern und schließt das ab. Kriegt am Ende noch mal ein bisschen Ruf als auch eine epische Kiste, wo sich die ein oder anderen Materialien als auch ein paar Rufmarken drinnen befinden, die ihr dann abgeben könnt bei dem Marukai-Lager selber. Das sehen wir uns gleich mit der großen Jagd als Event noch an. Das heißt... Ich würde jetzt nicht unbedingt darauf abzielen, dass er dieses Lager verteidigt. Wenn, wenn es sich ausgeht, dass er genau dann online seid, wenn das weiterzieht, würde ich es machen. Es lohnt sich jetzt aber nicht, extra darauf zu warten, dass er jetzt nur dieses Lagerverteidigung abschließt. Das Wichtigere ist eher, dass er diese Quests zweimal die Woche hier abschließt, damit er hier nochmal ein bisschen mehr Ruf mitnehmen könnt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit an Quests, hier abschließen könnt, wo ihr Rufmarken dafür erhaltet. Und zwar ist das der Angriff von Virak. In meinem Fall ist er gerade nicht zur Verfügung. In dem guten alten Ebenen von Onara, sondern in Azurblauer Gebirge. Das heißt, nur alle zwei Wochen habt ihr das zur Verfügung, denn das wechselt immer zwischen dem azurblauen Gebirge und den Ebenen. Erkennbar an dem Drachenkopf hier. Wenn der Drachenkopf logischerweise in den Ebenen ist, begebt ihr euch dort einfach hin und erhaltet dort nochmal Quests, die ihr abschließen könnt, und kriegt da ebenfalls nochmal Rufmarken. Als auch meistens ist noch eine Weltquest dafür verfügbar, wo ihr auch nochmal ein bisschen mehr Ruf kriegt, wenn er diese beendet. Das heißt auch, wenn der Angriff von Virak gerade zur Verfügung steht, auf jeden Fall mal vorbeischauen und abschließen. Die Letzte Möglichkeit und auch die Möglichkeit, wie ihr hier permanent roh könnt, das ist über ein Weltevent. Und zwar seht ihr dieses Weltevent eingezeichnet anhand von dem Horn, erkennt man gerade ein bisschen schwer, weil es hinter der Weltquest hier ist, aber ihr seht hier immer große Jagd. In meinem Fall noch vier Minuten in dem Gebiet sind die, ist die Zeit ausgelaufen, dann switcht es auf eines der anderen Gebiete. Das heißt, da ist dann immer das Horn eingezeichnet und ihr kennt daran, dass die große Jagd dort vor, zur Verfügung steht. Ihr gebt ihr in das jeweilige Gebiet, wo die Jagd gerade zur Verfügung steht. Brauchst du nur ein bisschen schauen, dann sehen wir hier unten zum Beispiel gerade große, der große Jagdtrupp. 2 von 6 verbleiben. Wenn 6 von 6 ist, hat es gerade gestartet. 2 von 6 heißt, irgendjemand spielt hier schon und es ist fast zu Ende. Das heißt, da kann man sich dann einfach anschließen, das Ganze zu beenden. Jetzt in dem Fall hat hier gerade einer schon weitergemacht. Das heißt, es ist ein Gruppenevent, wo man mitmachen kann. Jedes Mal, wenn man dabei war und hier eine Welle abgeschlossen hat, dann wird man auch mit ein wenig Ruf belohnt. Lohnt sich also definitiv, hier hier, ähm, mal ein bisschen mitzuhelfen, dass man hier Ruf kriegt. Außerdem, wenn ihr einen der Elite-Mobs killt, das sind immer so Bosse, so kleine, die man besiegen muss, dann kriegt ihr ebenfalls ab und zu eine Jagdtrophäe. Und auch die wollt ihr haben, denn das ist die permanente Möglichkeit, wie ihr hier Ruf haben könnt, indem ihr diese Jagdtrophäen dann schlussendlich abgeben geht. Denn die gibt es dann auch als Belohnung, indem ihr hier so eine komplette Jagd beendet. Das heißt, sobald diese Jagd hier auf Null ist, kann man das Ganze abgeben und wird dann mit einer Kiste belohnt. Diese Kiste ist einmal pro Woche episch, danach gibt es einmal pro Woche eine rare. Einmal pro Woche eine grüne und danach gibt es nur noch die ganz kleine Kiste. Das heißt, ihr könnt dreimal die Woche diese Jagd spielen, um relativ viel Ruf zu holen. Danach könnt ihr sie weiterhin permanent spielen, allerdings kriegt er dann nicht mehr ganz so viel Ruf raus. Das heißt, es lohnt sich aber definitiv dabei zu bleiben, um diese Rufkisten abzuholen. Nochmal, wenn also dieses Event abgeschlossen ist und man dann mit einem Beutel belohnt wird, einmal die Woche episch, einmal rar, einmal selten und dann gibt es die grauen Beutel oder die weißen Beutel, die ja unendlich oft holen könnt, dann könnt ihr diese natürlich auch öffnen. Im epischen Beutel befindet sich logischerweise am meisten. Das heißt, wenn wir den aufmachen, dann kriegen wir in dem Fall hier die Jagdtrophäen. Und das ist genau das, was wir haben wollen, denn diese können wir wiederum für Ruf einmal abgeben. Sobald ihr maximale Ruhmstufe seid, wie in meinem Fall, sind die auch Account gebunden. Das heißt, ihr dürft die dann auch an andere Charaktere verschicken. Lohnt sich also dann mit mehreren Chars das zu machen, wenn ihr es halt irgendwann mal auf anderen Chars logischerweise auch diese Ruhmfraktion oben haben möchtet. Ansonsten sollte auch noch gesagt sein: Im ersten Beutel der Woche also in der ersten Jagd der Woche, kann sich ein Reittier drinnen befinden. Und zwar ist das der Ebenenschreiter Träger. Äh, sehen wir schon, Zentaurenjagd, erste Jagd der Woche. Könnt ihr also euer Glück probieren, das Mammut hier auch noch abzustauben. Die Jagdtrophäen, die könnt ihr ganz einfach nach Marukai bringen. Das heißt, ihr begebt euch hier einmal in die Stadt, in den Ebenen von Onara. Und zwar in der Nähe vom Flugpunkt seht ihr hier vorne gleich einen Jagdausbilder. Und zwar Jagdausbilder Basku stehen. Und bei dem dürft ihr dann hier die Jagdtrophäen abgeben. Für 20 Stück kriegen wir 500 Ruf. Lohnt sich also richtig, diese Dinger zu farmen. Jagdtrophäen gibt es hauptsächlich über die Jagden. Allerdings kommt da immer wieder mal die Chance, in verschiedenen Schätzen eine Jagdtrophäe zu finden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel für die Drachenschuppenexpedition gerade farmt, vielleicht habt ihr Lack und in einem der Schätze befindet sich eine Trophäe. Oder auch ab und zu von einem der Rare Mobs, die ihr legt in den verschiedenen Gebieten, kann es auch vorkommen. Auch bei der Jagd, wie vorher schon erwähnt, wenn er da gerade einen dieser Elite-Gegner erlegt, dann besteht immer wieder die Chance, dass die Elite-Gegner selber ebenfalls diese Jagdtrophäen fallen lassen. Und dann kriegt er umso mehr zusammen, um die hier abzugeben für den permanent Farmbahn Ruf. RUM-Fraktion Nummer 3, die wir uns ansehen, das sind die Toska von Iskara. Hier geht es insgesamt von rum 1 bis 30 mit wieder zahlreichen Belohnungen als auch Story Quests und Bonus-Events, die ihr spielen können. Auch hier lohnt es sich natürlich wieder das Ganze ganz nach oben zu farben. Für diese Fraktion auch schon wie bei den anderen Fraktionen ist Punkt Nummer eins, um hier Ruf zu bekommen, die Kampagne einmal durchzuspielen, als auch die Sidequests abzuschließen, vor allem im Azurblauen Gebirge. Auch wenn hier die ein oder anderen Quest-Hubs sind, die für andere Fraktionen geben, so gibt es doch einige, die für die Tuskar selber Ruf geben. Ob ihr für die richtige Fraktion Ruf erhaltet, das seht ihr immer, wenn er einen Quest-NPC anredet und dann hier bei der Quest einfach runterscrollt, seht ihr jederzeit Tusca von Iskara. Das heißt, ihr kriegt Ruf für diese Quest. Hier gibt es überhaupt auch eine längere Rufquest, die hier im Bereich überhalb des Lagers im Nirgendwo stattfindet. In diesem Bereich in etwa, wo man so einem Tuska helfen muss und wenn man dem komplett geholfen hat am Ende, dann wird man sogar mit relativ viel Ruf belohnt. Ich glaube, es waren so um die 1000 oder 2000 Ruf, was man dort erhalten hat. Ansonsten gerade der Quest-Hub hier unten bei den Iskara selber gibt es natürlich sehr viele Quests, die hier Ruf geben. Es wird sich aber generell auszahlen, einmal die Story als auch die Side-Quests hier alle im Gebiet durchzumachen. Ihr habt allerdings auch die Chance in den Ebenen von Nara drasus als auch in der Küste des Erwachens oder auch der verbotenen Insel die ein oder andere Quest zu finden, die ihr abschließen könnt, um ebenfalls dort Ruf zu halten. Punkt Nummer zwei sind auch hier wieder mal die Weltquests. Denn wenn ihr auf die Karte schaut, dann könnt ihr zweimal die Woche, und zwar mittwochs als auch samstags, setzen die Quests zurück, könnt ihr hier Ausschau halten nach Quests mit der gelben Markierung Duska von Iskara. Wenn ihr so eine seht, begebt euch einfach dorthin, schließt diese ab. Auch wenn bei der Belohnung zum Beispiel Gold steht, so geben die immer Ruf auf. Mit dazu. Es kann natürlich auch sein, dass eine Rufmarke mit dabei angezeigt wird, dann erhaltet ihr sogar doppelt Ruf, lohnt sich also umso mehr dann, diese Weltquest abzuschließen, damit ihr hier noch ein bisschen Bonusruf erhaltet. Innerhalb des Azurblauen Gebirges habt ihr auch immer wieder mal die Chance, dass ihr verschiedene Rares als auch Schätze findet. Diese werden aber komischerweise nicht auf der Karte markiert, das heißt, wie wir hier gerade sehen, das wird nicht eingezeichnet. Diese Kisten haben auch einen speziellen Titel und zwar nennen sich die Kisten der Tusca. und wenn man diese plündert, dort befindet sich immer ein Dracheninsel-Artefakt als auch ein heiliges Tuska-Totem drinnen. Dracheninsel-Artefakte sind nach wie vor die Drachenschuppen-Expedition. Die Tuska-Totems kann man allerdings abgeben für Ruf bei den Tuska von Iskara. Das heißt, wenn ihr so eine Kiste seht, auf jeden Fall einmal mitnehmen. Da können auch ziemlich teure Transmog-Items drinnen sein, die ihr eventuell auch verkaufen könntet. Ansonsten lohnt es sich halt, den ein oder anderen Rare mitzunehmen, wenn er gerade schon seht, dass sich der sowieso im Kampf befindet, denn auch diese können immer diese tuska totems Fallen lassen. Die Tusker-Totems braucht er dann nur nach Iskara zurücktragen und zwar hier, wo das Gasthaus sich befindet. Wenn wir da einmal nach unten gehen, dann finden wir hier schon einen NPC und zwar hier Poa, wo wir das hier abgeben können. Und zwar sind wir schon gestohlene Totems, können wir dann hier beenden und kriegen ein bisschen Ruf. Umso mehr wir von denen haben, umso mehr Ruf kriegen wir auch. Dann gibt es noch zwei Möglichkeiten und zwar kriegt ihr das allerdings erst, wenn ihr schon ein bisschen höher seid. Wenn wir hier einmal reinschauen bei den Tosca von Iskara, dann haben wir einmal für Romstufe 5 ähm, eine Belohnung und zwar nennt sich die Schriftrollen Weltmännischer Abenteuer. Das ist eine Quest, die könnt ihr einmal die Woche gedroppt bekommen und zwar überall, egal von Rares, normalen Mobs, wo auch immer, kann überall in ganz Dragonfly droppen und diese müsst ihr ebenfalls wieder zu ihr zurückbringen und abgeben. Wenn er überhaupt Rom-Stufe 15 erreicht, dann kriegt er Schriftrollen der Dungeon-Abenteuer. Diese könnt er nur aus Dungeons innerhalb von Dragonfly ziehen. Und wenn er so eine bekommt, die könnt er auch einmal die Woche bekommen, könnt er sie ebenfalls wieder hier zurückbringen und dürft diese abgeben. Eine kleine Rolle in dem Fall gibt 350 Ruf, eine große, wenn ich mich nicht täusche, so um die 500 rum. Lohnt sich also definitiv, die immer abzuholen, wenn es gerade möglich ist. Eine Möglichkeit, die euch alle zwei Wochen nur zur Verfügung steht, um Ruf zu erhalten, das ist ein Angriff von Virak. Immer wenn er schaut und auf der Karte sich hier der Angriff von Virak, also dieser Drachenkopf, befindet, dann ist in dieser Woche auch ein, die ein oder andere Quest zur Verfügung. Das wechselt immer ab, das heißt, eine Woche ist es in der Azurblauen Gebirge, eine in der Ebene von nara Wenn es in Onara ist, gibt es für den Ruf. wenn es in Azurblauen Gebirge ist, gibt es für die Tuska-Ruf. Das heißt, wenn das gerade zur Verfügung ist, auf jeden Fall hinbegeben. Da könnt ihr einmal eine Weltquest abschließen, die euch erst eine Rufmarke gibt. Und beim Hub selber findet ihr mehrere Quests, die ihr annehmen könnt. Die könnt ihr dann hier abschließen und erhaltet ebenfalls nochmal Rufmarken, die sich lohnen, abzugeben. Außerdem, wenn Firax Zorn voll ist, das heißt, der äh, Leiste hier oben einmal voll ist, das passiert, wenn Leute hier einfach Gegner killen oder Sachen abschließen, dann kommt hier so ein Drachenboss, den kann man auch killen und dafür gibt es nochmal eine Rufmarke. Permanente Möglichkeit, wie ihr hier Ruffarmen könnt, das ist über das große Festmahl und das befindet sich in Iskara hier ganz unten, könnt auch jederzeit hier drauf fahren und dann sehen wir hier, gemeinschaftliches Festmahl findet gerade statt, das alle paar Stunden, wo das stattfindet und dann könnt ihr hier einfach hinreisen und das spielen. Einmal die Woche erhaltet ihr auch eine Quest dafür. Und zwar von dem guten Blakey erhaltet ihr hier eine Quest und müssen fünf Aufgaben abschließen, erhalten einmalig 500 Ruf, als auch die Suppentopf mit Vorräten. Und da können auch nochmal so kleine Tusker-Relikte drinnen sein, die wir für Ruf abgeben können. Die Aufgaben selber, die geben hier den Main-Ruf. Das heißt, das lohnt sich am meisten abzuschließen, denn jedes Mal, wenn ihr eine Aufgabe abschließt, dann erhaltet ihr auch Ruf dafür. Das heißt, ihr könnt das Event immer so lange spielen, wie ihr möchtet, und um so viele Aufgaben wie möglich abzuschließen, damit ihr hier Ruf erhaltet. Das heißt, auch wenn die wöchentliche Quest logischerweise nur einmalig immer abschließbar ist, pro Woche könnt ihr trotzdem die ganze Zeit dieses Event spielen, jedes Mal, wenn es stattfindet, und müsst ihr verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel bei den Händlern Dinge kaufen, wieder zurückbringen, ihr müsst so Fische zerhacken und wieder die Stücke da reinwerfen, oder ihr müsst diesen Top verteidigen, und da sind meistens mehr als genug Leute da, damit ihr hier mehrere Wellen schafft, um mehr Ruf zu abholen zu können. Wenn ihr Romstufe Stufe 4 erreicht habt, dann schaltet ihr hier auch die Angellöcher frei. Da ist nochmal eine sehr angenehme Möglichkeit, Ruf zu farmen. Und zwar solltet ihr euch dafür als allererstes nach Iskara begeben und eine Quest abschließen von Davio. Ähm, und diese Quest nennt sich hier Fischernetz von Iskara. Der erfolgt da einfach mal, müsst ein paar Sachen sammeln und schaltet das dann hier frei. Ihr könnt nämlich dann hier auch mehrere von diesen Sachen herstellen im späteren Verlauf. Die braucht er dann für andere Möglichkeiten hier noch Bonuserfolge abzuholen holen Allerdings, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch zu einem der Fischlöcher begeben. Die Switch immer mal wieder und je nachdem, was ihr schon hergestellt habt, habt ihr sie auch an anderen Stellen. Dass das immer zur Verfügung steht, ist beim Rubinlebensbecken und zwar kennt ihr das hier an dem Angelloch der Flussmündung, an diesem eingezeichneten Fisch, wo ihr euch hinbegeben könnt. Wenn ihr euch zu einem dieser Angellöcher begebt, vor allem hier beim Rubinlebensbecken, dann findet ihr zwei Möglichkeiten, hier Ruf zu holen. Erstens natürlich, hier ist immer wieder mal eine Wellquest ab für diese ganzen Drescher, die ihr hier killen oder rausziehen könnt. Außerdem könnt ihr einmal pro Woche bei Kuri hier Fische abgeben. Und zwar solltet ihr jede Fischart einmal abgeben pro Woche, denn wenn er diese abgibt, dann kriegt er einmalig pro Woche pro Fischart auch nochmal Ruf. Das heißt einfach hier diese notieren und einmal 20 Stück jeweils kaufen und dann hier immer abgeben, um nochmal ein bisschen Ruf zu holen. Dann kriegt er hier auch noch tägliche Quests. Das heißt, die könnt ihr tatsächlich jeden Tag abschließen. Und zwar ist das zum Beispiel hier beim Angler, müsst ihr so ein paar Fische sammeln gehen. Mit dem ähm, Netz, das er hergestellt habt, und könnt dann hier nochmal die Fische dann wieder zurück reinwerfen und kriegt dann nochmal ein bisschen Ruf. Außerdem, wenn ihr das Netz hergestellt habt, erhaltet ihr vom Goblin hinten noch eine zweite Quest, die ihr ebenfalls abschließen könnt. Dann kriegt er nochmal ein bisschen mehr Ruf. Und als letztes gibt es noch eine Story-Kampagne, die ihr abschließen könnt. Und zwar ab Rom-Stufe 11 erhaltet ihr hier ein Kapitel. Ähm, und zwar nennt sich das hier die Pflicht des Häuptlings. Das könnt ihr zwar die Intro-Quest auch in, bei den Iskara annehmen. Es kann aber sein, dass ihr es vielleicht schon mal gemacht habt und die Quest direkt in der Küste des Erwachens aufploppt und zwar irgendwo hier im oberen Bereich, wird euch aber als Story-Quest auch angezeigt. Und dieser könnt ihr wieder folgen. Der Abschluss dieser Story-Quest gibt euch ein Ruhm-Level, das heißt 2500 Ruf. Lohnt sich also definitiv auch das zu beenden. ruhm fraktionen Nummer 4, die wir uns ansehen, das ist das Waldrackenabkommen. Hier geht es insgesamt von ruhm 1 bis ruhm 30 und auch hier gibt es wieder den ein oder anderen Re Award, der ganz nett ist mit abzuholen. Auch hier, wie bei allen anderen Ruhm-Fraktionen, ist die erste und beste Möglichkeit, erstmal die komplette Story als auch Sidequests zu beenden, vor allem in Valdrassus, aber auch in den anderen Gebieten, denn das hier ist die Main-Fraktion und da kriegt er auch schon für die ersten Story-Kapitel in der Küste des Erwachens als auch in den anderen Gebieten immer mal wieder Ruf für das Waldracken-Abkommen. Das heißt, es lohnt sich umso mehr, diese ganzen Quests einmal abzuschließen. Habt ihr die Main-Story beendet, als auch zahlreiche der Sidequests, die in allen vier Zonen findet, unter anderem auch auf der verbotenen Insel, dann kriegt er hier immer wieder Ruf. Sicherstellen könnt ihr das unter anderem, wenn er hier eine Quest annimmt, dann steht immer mal wieder dabei, ob er für diese Ruf erhaltet. Sehen wir anhand des kleinen Markers hier, weil Drachenabkommen Ruf. Das heißt, da gibt es vor allem Sidequests, die wirklich ganz, ganz gut Ruf geben, die ihr auf jeden Fall abschließen solltet. Die zweite Möglichkeit sind natürlich auch hier die Weltquests innerhalb der Dracheninseln. Hier könnt ihr immer schauen, wo sich diese befinden. Und wenn er drauf hat, sieht er in gelber Schrift immer wofür diese Ruf gewähren. Im Falle der Drachenrennen, also die man abschließen kann mit dem Drachenreittier, kann man hier immer Ruf erhalten für das Waldrackenabkommen. Die Weltquests selber resetten zweimal die Woche, einmal mittwochs als auch samstags, wo ihr diese abschließen könnt. Auch wenn hier nicht dabei steht, dass sie Ruf gibt, ähm, gibt sie jeweils Ruf, wenn sie für das Waldrakenabkommen ist. Es kann auch jederzeit sein, dass eine zweite Rufmarke als Belohnung angezeigt wird. Dann kriegt ihr sogar Doppeltruf. Das heißt, ihr könnt euch alle diese Questgebiete einmal durchschauen und könnt schauen, ob er hier. Denn gerade Ruf kriegt, wie zum Beispiel auch unter anderem für den Weltboss und Co., könnt ihr hier alles erledigen und die Rufquests abschließen. Für Waldraken gibt es auch zahlreiche Storyquests. Zwei davon schaltet ihr über das Rufsystem frei, das heißt über das Waldrackenabkommen. Eine ist für Romstufe 19, ist ihr Garten der Geheimnisse, und eine ist für Romstufe 12, das ist hier die silberne Bestimmung. Wenn er diese abschließt, kriegt er jeweils am Ende 2500 Ruf, das heißt ein gesamtes Room-Level. Lohnt sich also richtig wichtig das Ganze abzuschließen. Außerdem gibt es noch ein bisschen mehr Kampagnen-Stories, die ihr abschließen könnt. Die sind ein bisschen blöder zu finden. Eine davon ist die Questreihe rund um Tier. Ähm, und die fängt ja an mit das Geschenk aus Silber. Das startet eigentlich auch mit der Home-Stufe, aber die geht dann im späteren Verlauf noch viel weiter, diese quest Questreihe. Der könnt ihr immer weiter folgen. Das lohnt sich definitiv. Da kriegt ihr nämlich noch zahlreiche Male öfter Ruf dafür. Allerdings müsst ihr dafür auch den ein oder anderen Dungeon gehen, wie zum Beispiel hier Hallen der Infusion. Ähm, und das kann natürlich ein bisschen nervig sein für den ein oder anderen. Drin, aber es lohnt sich umso mehr, dieser Quest 3 zu folgen. Auch wenn er hier Fall Drasus einmal durchquestet, kriegt er am Ende eine Quest, die schickt euch rüber zum Gewölbe der Inkarnation und da kriegt ihr eine Raid-Quest, wo ihr Rasagev töten müsst und auch die würde euch nochmal ein komplettes room level geben. Das könnt ihr da auch alternativ im Schlachtzugsbrowser abschließen oder im späteren Verlauf natürlich auch mit einer Raid-Gruppe reingehen, um das zu erledigen. Dann kriegt er hier nämlich auch nochmal ganz gut Ruf. Das heißt, es gibt hier wirklich sehr viele Story-Kampagnen, die starten meistens hier oben an der Spitze in Valdraken. Die lohnen sich definitiv alle einmal zu beenden. Für das Waldrakenabkommen gibt es auch noch wöchentliche Quests, die ihr abschließen könnt. Diese findet ihr in der Küste des Erwachens und zwar hier oben bei der Obsidian-Zitadelle. Damit ihr diese erhaltet, müsst ihr allerdings die Kampagne einmal beendet haben innerhalb von der Dragonflight selber. Solltet ihr dies beendet haben und wollt das auf einem anderen Charakter machen, könnt ihr hier zum Obsidian-Bollwerk reisen. Das ist dieser Flugpunkt. Dort steht ein Brose-Drache, mit dem ihr die Geschichtsstränge direkt überspringen könnt und dann habt ihr hier vorne alles frei. Solltet ihr das wie gesagt noch nicht gemacht haben, müsst ihr das einmalig durchquesten, denn das hier ist unter anderem dafür da, damit ihr wöchentliche Quests habt, die Ruf beim Waldrakken-Abkommen geben. Außerdem kriegt ihr hier auch Ruf für entweder Sebellion oder Furorion, wenn euch diese zwei Ruhm-Fraktionen oder diese zwei Ruffraktionen auch noch interessieren, könnt ihr das ebenfalls machen. Ihr dürft euch hier einmal pro Woche entscheiden, wen von beidem ihr helfen möchtet, indem man ganz an die Spitze hier fliegt. Spielt keine Rolle, was sie davon pickt, je nachdem, was er gerade lieber den Ruf haben möchte. Sehen wir hier zum Beispiel bekannter. Und dann kann ich einen von beiden auswählen und dann erhalte ich hier nochmal wöchentliche Quests und zwar indem ich unten zu ihrem jeweiligen Hub fliege. Auf der linken Seite der Festung befindet sich einmal Furorion, auf der rechten Seite befindet sich einmal der gute Sebellion. Und wenn man dann hier hingeht, dann gibt es hier ein paar Quests, unter anderem die wöchentliche Quest, wo man einen großen Obsidian-Schlüssel abgeben muss, als auch zahlreiche andere Quests, die man hier annehmen kann, wie man hier schon sieht. Und wenn man diese abschließt, dann gibt es immer wieder Ruf für Waldracken, als auch für den jeweils außerhalb. Erwählten Drachen, dem man hier dienen möchte. Achtung, diese Quests sind ein bisschen verteilt, das heißt, ihr müsst hier so ein bisschen bei der Obsidian-Zitadelle rumfliegen und seht hier immer wieder die ein oder andere Quest aufbloppen. Das heißt auf jeden Fall schauen, dass er hier alles annimmt. Wie gesagt, könnt ihr einmal die Woche abschließen. Der Schlüssel selber, der hier den main gibt, den könnt ihr selber zusammenbauen. Und zwar alle Gegner, die ihr hier erledigt innerhalb von der Obsidian-Zitadelle, die droppen immer wieder so Bruchstücke. Kombiniert ihr alle miteinander, dann dürft ihr den Schlüssel bei einem der NPCs abgeben. In dem Fall würde ich euch empfehlen, das einfach bei Furorion zu machen oder bei Sibelian. Und wenn ihr den abgibt, dann erhaltet ihr hier nochmal eine Kiste, als auch ein bisschen Ruf. Und innerhalb von dieser Kiste können sich nochmal Relikte, die Titanen, befinden, die man dann auch später abgeben kann für Ruf. Relikt der Titanen, die ihr für Ruf abgeben könnt, allerdings nicht allzu viel Ruf. Diese erhaltet ihr erstens durch die Abgabe der Schlüssel und die daraus entstandenen Kisten, die ihr öffnen könnt. Zweitens durch den Angriff auf die Drachenfluchfeste, der findet so alle Stunden mal statt. Seht ihr dann, wenn ihr euch in der Küste befindet, hier unten ein Horn eingezeichnet und dann könnt ihr hier helfen, das zu verteidigen. Das lohnt sich jetzt nicht so mega, also darauf braucht ihr jetzt nicht unbedingt spekulieren. Wenn es ab ist, würde ich es auf jeden Fall einfach mitmachen. Außerdem könnt ihr das vornehmen. Normalen Mobs, Schätzen, als auch Rares erhalten, die ihr er erlegt, und diese Relikte wiederum können wir dann nach Waldraken tragen. Um diese Relikte abzugeben, müsst ihr einmal hier hinter die obsidian Klave reisen und zwar zu diesem kleinen blauen Häuschen. Und wenn ihr euch da reinbegebt, dann findet ihr hier Sorotis und bei dem könnt ihr diese Relikte für Ruf abgeben. Jetzt haben wir noch einen allgemeinen Tipp für die ersten vier Ruffraktionen, das heißt Drachenschuppenexpedition, Zentauren der Maruk, Tuska von Iskara, als auch das Waldrackenabkommen. Und zwar sollte dafür einmal der Story folgen, um die verbotene Insel freizuschalten. Die Story beginnt ganz einfach an der Spitze, ganz oben sitzt der Aspekt und zwar in etwa hier. Wenn ihr dieser Kampagne gefolgt seid, dann kommt da im Laufe der Kampagne in der verbotenen Insel an. Habt ihr diese freigeschalten, dann habt ihr hier so einen kleinen Hub. Und bei diesem Hub findet er so eine kleine Versammlung von den verschiedenen Ruf-NPCs. Und hier könnt ihr euch nämlich einen Buff als auch eine tägliche Quest abholen, die ihr auf jeden Fall abschließen solltet. Denn ihr könnt hier jederzeit zu diesem Pergament hingehen, könnt das dann lesen und dürft euch dann für eine von den vier Fraktionen entscheiden. Und zwar einmal am Tag und kriegt dann hier einen 10% Ruf-Buff. Das heißt, egal was ihr macht. Entscheidet euch zuerst für die Ruhm-Fraktion, was ihr hier machen wollt. Gerade wenn er Kampagnen angeht und Kovor so viel Ruf kriegt, lohnt sich der natürlich umso mehr. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt Waldracken will, gehe ich hier auf Kraxus Wille, drücke einmal OK. Dann kriege ich hier eine Quest, die kann ich dann hier ganz einfach abgeben. Und wenn ich diese abgegeben habe, dann sehen wir, wir sind Gesandter. Kriegen hier einen Buff für ein paar Stunden und dann kriegen wir hier 10% mehr Ruf, als auch eine tägliche Quest, die wir hier abschließen können. Oder war es wöchentlich? Ich glaube, es war ein Weekly, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da könnt ihr nochmal abschließen und kriegt dann ebenfalls nochmal Ruf für die jeweilige Fraktion. Also, das lohnt sich auch nochmal sehr, sehr krass, jeweils einmal abzuschließen. Auch was sich noch lohnt, sind die wöchentlichen Quests, die es hier auch noch gibt. Da gibt es immer wieder so Quests, die man machen kann. Die geben auch nochmal Ruf für die verschiedenen Fraktionen, die hier mit am Start sind. Ansonsten, wie gesagt, die wichtigsten Quests sind eigentlich nur die bei diesem kleinen Hub hier. Damit kommen wir zu rom fraktionen Nummer 5 und zwar sind das die Niffen von Loa. Hier geht es insgesamt von Romstufe 1 bis Romstufe 2. 20 und auch hier gibt es wieder zahlreiche Belohnungen abzuholen. Für diese Ruben-Fraktion müsst ihr erstmal ein Intro spielen, falls ihr das bisher noch nie gemacht habt. Mit allen anderen Chars könnt ihr da auch alternativ runterfliegen, einfach in die zaralek kaverne Aber ich würde euch sehr, sehr stark empfehlen, diese Story zu starten, denn die Story Quests sind hier auch der Main Ruf Game für diese Roof-Fraktion. Das heißt, um das Ganze zu starten, begebt euch nach Valdraken in Valdrassus, ganz oben auf den Sitz der Aspekte und zwar hier links auf die Zacke. Dort befindet sich Hadexian und bei dem könnt ihr die Intro-Quest starten, also die Kampagnen-Quest. Und ich würde euch schon empfehlen, die komplette Kampagne innerhalb der Zaralek-Kaverne zu beenden. Denn das gibt wirklich den allermeisten Ruf. Das heißt, Punkt Nummer 1. Unbedingt die komplette Kampagne innerhalb der Zaralek-Höhle beenden. Das heißt, wirklich alle Kapitel abschließen. Das gibt extrem viel Ruf und lohnt sich extremst. Ich kann es nur immer wieder betonen, dass er das definitiv macht. Außerdem findet er innerhalb von Loam, sobald er hier einmal den Main-Hub freigeschaltet habt, noch zusätzliche Sidequests, die ihr auch auf jeden Fall abschließen solltet. Denn auch diese gewähren euch wirklich viel Ruf. Das heißt, definitiv schauen, dass er innerhalb von Loam alle Quests einmal abgeschlossen habt. Das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Als nächsten Punkt kommen wir natürlich auch hier wieder zu den Weltquests. Also nochmal Story abschließen als auch alle Sidequests, die ihr in Loam finden könnt, unbedingt beenden. Dann haben wir hier Weltquests. Diese Weltquests befinden sich nur in der Zaralek-Höhle. Das heißt, hier rechts unten könnt ihr draufdrücken, seid dann hier in der Zaralek-Höhle und habt hier zahlreiche Weltquests, die ihr abschließen könnt, als auch Weltbosse und Co. Und allesamt geben Ruf für die Niffen von Loa, mit der einzigen Ausnahme der Rennquests, die für das Waldrackenabkommen geeignet sind. Das heißt, da hat er dann nochmal für die andere Ruffraktion Ruf am Start. Allerdings, bevor ihr diese Weltquests abschließt, immer einmal die wöchentliche Quest innerhalb des Gasthauses von Loam annehmen. Und zwar von Mimup. Äh, hier kriegt er nämlich die Quest, ein würdiger Verbündeter. Und diese gewährt euch ebenfalls hier nochmal 500 Ruf, wenn ihr 1500 Ruf gesammelt habt hier. Das heißt, das wollt ihr, denn in dieser Tasche ist späteren Verlauf noch was, das wir haben wollen, womit wir noch mehr Ruf abholen können. Das heißt, unbedingt diese Quest immer abschließen. Also Worldquests machen als auch hier die Story und die Sidequests. Die Sidequests als auch die Story zählen auch hier in diese Quest rein. Das heißt, es könnt ihr da auch kombinieren, damit ihr die hier ein bisschen schneller abschließen könnt. Dann habt ihr das nochmal ein bisschen fixer fertig. Warum soll ich jetzt unbedingt diese 1500 Ruf-Quest abschließen? Denn, wie gesagt, ihr könnt damit noch mehr Ruf machen. Ihr kriegt nämlich immer einen echt duftender Niffenschatz einmal die Woche. Und darin befindet sich ein Grabungsschreiben. Ihr lernt nämlich in Loam den guten Mirit kennen und damit eine kleines Mini-Event das also ihr spielen könnt und zwar Grabungen mit Mirit. Jede Woche gibt es hier Baseline eine Grabung, das seht ihr hier an diesem Zettel über seinem Kopf. Diese solltet ihr definitiv abschließen. Die zweite Grabung pro Woche, die ihr machen könnt, die erhaltet ihr aus dem echt duftenden Niffenschatz. Und dann gibt es noch eine dritte Grabung, die ihr machen könnt. Und dafür müsst ihr den Tauschhandel hier drüben einmal freischalten. Und wenn ihr den freigeschalten habt, dann findet ihr hier einen NPC, bei dem ihr Sachen tauschen könnt. Und auch hier könnt ihr euch nochmal so eine Grabungskarte holen. Getauschte Ausgrabungskarte, die gibt es ebenfalls einmal pro Woche. Das heißt, insgesamt könnt ihr also drei Grabungen mit Mirid spielen pro Woche. Wenn ihr Mirid angeredet habt, weil er gerade so eine Karte am Start habt, dann könnt ihr mit ihm in so eine Grabung euch hineinbegeben. Das sind so kleine Rätsel, die ihr hier drinnen abschließen könnt. Und bei diesen Rätseln gibt es mehrere Side-Activities, die ihr hier noch finden könnt, oder beziehungsweise so, so kleine Side-Quests und Co., die ihr finden könnt, die nochmal Ruf gewähren. Das heißt, als erstes haben wir hier zum Beispiel gerade auf der Karte, sieht man es auch ab und zu eingezeichnet, so ein kleine Questmarker und die sollte man annehmen, denn wir sehen schon, wir kriegen hier einfach Ruf. Diese Quests können immer wieder mal aufploppen. Dann können wir uns aus dem Mirit hier einmal auf, den, auf die Schulter rauf schnappen und können hier die zwei Spam und zwar das Schnüffeln beim Schnüffeln selber sehen wir immer wieder so kleine Häufchen aufgedeckt, und wenn wir dann hier in die Nähe hingehen und uns einmal ausbuddeln, dann finden wir hier immer verschiedene Sachen. Entweder sind diese wichtig für das Rätsel, das hier stattfindet, oder aber ihr findet hier auch so kleine Haufen, da kommt dann ein NPC raus und diesen könnt ihr killen und dieser droppt wieder eine Quest, die euch nochmal Ruf gewährt. Das heißt, auf jeden Fall die ganze Zeit dieses Schnüffeln spammen. Er sagt eben, ob irgendwas in der Nähe ist oder nicht, und dann läuft man halt hier immer durch die. Die jeweilige Grabung durch und schaut, dass man wirklich alles findet, was sich in dieser Grabung drinnen befindet. Das heißt, wirklich ganz gut schauen, zum Beispiel hier, lobt hier hinten eins auf, kann mich hier ausbuddeln und dann sehen wir hier ein Schatzhaar, dann einmal Mirid absetzen, auf keinen Fall die Leiter klicken, ne? weil sonst leider direkt draußen dann ist die Grabung vorbei, sondern einmal absetzen, Schatzhaar einmal töten und wenn wir das gekillt haben, kriegen wir hier nochmal eine Quest. Und dafür kriegen wir nochmal Ruf. Das heißt, definitiv immer komplett das Ding einmal durchschauen und dieses Schnüffeln, spammen, um wirklich jede einzelne Sidequest hier drinnen zu finden. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr dreimal pro Woche spielen. Und auch nicht vergessen, den Main Abschluss hier zu holen und die Rätsel zu lösen. Das heißt, in dem Fall müssen wir herausfinden, in welches Kohlebecken welche, äh, welches Element kommt. Und das können wir wiederum mit diesen ausgebudelten Tafeln einmal feststellen. Wenn wir das Rätsel gelöst haben, dann können wir hier das Main Objekt. Plündern und erhalten dafür nochmal so Niffen-Ressourcen, die wir halt haben möchten, denn das können wir nochmal aufmachen und darin können sich ebenfalls nochmal Rufmarken befinden. Allerdings nicht zu 100%, aber lohnt sich definitiv, das Ganze hier mal zu beenden. Auf der Karte seht ihr auch immer wieder in eurer Nähe, also ihr müsst ihr euch in der Nähe befinden halbwegs, ähm, diese verschiedenen kleinen gelben Hörner. Und diese bedeuten, dass hier ein Event ist. Da könnt ihr einfach mitmachen, denn die geben auch minimalistisch Ruf, wenn ich mich nicht täusche, um 50 rum und das solltet ihr auf jeden Fall auch nebenbei abschließen. Denn da könnt ihr immer wieder so ein bisschen Ruf nebenbei abholen, als auch eine Währung, mit dem ihr euch das ein oder andere Reittier holen könnt. Genau, wir kriegen hier 50 Ruf für diese Quest. Und in diesem Beutel befinden sich auch noch duftende Münzen. Das ist nur um das ein oder andere Kosmetik hier abzuholen, beziehungsweise Reittier. Da könnt ihr nämlich diese Münzen in begehrte Ornamente umtauschen und könnt euch da hier ein paar Mounts holen. Und auch hier gibt es wieder ein wöchentliches Event, das ihr spielen könnt, und zwar eingezeichnet anhand diesem Hornes in der Mitte. Das ist immer an derselben Stelle. Und da sehen wir, dass ist immer um halb. Das heißt zum Beispiel. Um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr und so weiter. Wenn ihr bei diesem Event euch hinbegebt, dann sucht euch am besten eine Gruppe im organisierten Gruppentool. Dafür könnt ihr jederzeit auf Dungeon Browser organisierte Gruppe, Benutzer definiert und dann könnt ihr hier nach dem Event einmal suchen. Am ehesten empfiehlt sich hier alle Sprachregionen anzumachen und dann einfach nach Research suchen. Das ist dann Researchers is Under Fire. In dem Fall zum Beispiel, es findet gerade nicht statt, deswegen weiß nicht, warum der gerade eine Gruppe aufgemacht hat, aber ähm, ihr sollt das in der Gruppe spielen, denn hier gibt es dann mehrere Phasen, die ihr abschließen müsst. Umso mehr Phasen abgeschlossen werden, umso höher ist die Belohnung am Ende. Wenn man hier in so einer 10-20 Spielergruppe drinnen ist, kommt man eigentlich immer bis zum Ende und dann gibt es hier nochmal ziemlich viel Ruf. Den epischen Beutel, den erhaltet ihr auch hier nur einmal pro Woche. Solltet ihr beim ersten Mal nicht den maximalen Reward holen, dann könnt ihr das noch mehrmal spielen die Woche, um zu versuchen, den höchstmöglichen Reward rauszuholen, wo er halt dann ein bisschen mehr Ruf rauskriegt. Ihr könnt das Event dann auch noch öfter spielen, aber das lohnt sich dann nicht mehr wirklich. Da gibt es nämlich dann nur noch die duftenden Münzen raus, sobald ihr halt einmal den maximalen Reward geholt habt. Und die duftenden Münzen sind wie gesagt nur für Reittiere, also auch das ein oder andere PET am Start. Letzte Ruhmfraktion, die jetzt noch auf uns wartet, das sind die Traumwächter. Die Traumwächter gehen von Ruhmstufe 1 bis 20 insgesamt, das heißt auch hier haben wir wieder nicht allzu viele Ruhmstufen, die wir durchfarmen können. Um diese Fraktion freizuschalten, müsst ihr erstmal den Smaragdgrünen Traum freischalten. Wie funktioniert das? Ihr begebt euch einmal nach Waldracken und innerhalb von Waldracken findet ihr hier die Quest Feuersaison. Die könnt ihr einmal annehmen und ganz einfach dieser Questreihe folgen hier, denn am Ende werdet ihr automatisch weitergeleitet. Man könnte auch alternativ diese Quest überspringen und könnte sich direkt in die Ebene von Nonara begeben, wenn die Quest für euch angezeigt wird. Sollte sie nicht angezeigt werden, und zwar direkt hier vorm Smaragdgrünen Traum, dann solltet ihr auf jeden Fall zuerst die Intro Quest abschließen und ähm, auch hier empfiehlt sich wieder, die komplette Kampagne durchzumachen. Das heißt, alle Kampagnenquests, angefangen von Chandris Mondfeu, äh, Mondfeder bis hin äh, in den Smaragdgrünen Traum, wo er dann hier sieben Kapitel abschließen können. sehen wir hier schon, wir sehen zu nochmal von vorne. Denn alle diese Kapitel geben euch wieder massiv Ruf. Da kriegt ihr am Ende immer so eine Rufmarke, die ihr benutzen könnt, und das lohnt sich natürlich extrem. Es ist also hier auch wie bei den anderen Ruhm-Fraktionen und zwar Nummer 1, wie gerade eben schon erwähnt, die komplette Kampagne einmal durchzuspielen für Wächter des Traums, denn hiervon geben die Kapitel immer extrem viel Ruf, lohnt sich also wirklich sehr stark. Außerdem die zahlreichen Sidequests, die ihr vor allem innerhalb vom Smaragdgrünen Traum rund um am Mirdrasil findet, die lohnen sich auch, das heißt wirklich jede Sidequest, die ihr hier findet, die gibt auch hierfür Ruf und ja, solltet ihr auch dementsprechend abschließen, das ist auch sehr lohnenswert. Als Nummer 2 haben wir natürlich auch hier die Weltquest. diese Weltquest findet ihr dann nur im Smaragdgrünen Traum, das heißt ihr müsst euch hier in den Traum reinbegeben und könnt dann hier die ein oder andere Weltquest abschließen, um nochmal Ruf abzuholen für die Traumwächter. Bevor ihr das allerdings macht, begebt euch einmal zum Zentrallager und nehmt die Quest von Hüter Amrin an, denn dafür müsst ihr hier wieder einmal 1500 Ruf sammeln. Habt ihr das gemacht, er kriegt ihr hier nochmal 500 Ruf die Woche. Die drei Weekly Quests, die ihr auf jeden Fall abschließen solltet, sind, wie gerade eben schon erwähnt, die Quest von Hüter Amrin. Und zwar einmal ein würdiger Traumwächter, wo ihr 1500 Ruf arbeiten müsst. Dann habt ihr hier einmal eine Quest von Talisa Flüsterblüte. Dort kriegt ihr unter anderem eine Währung, wo ihr hier ein bisschen shoppen könnt. Da gibt es verschiedene Reittiere, als auch Transmog und Co. Die gibt allerdings keinen Ruf, die Quest selber. Aber das, was wir hier machen, gibt Ruf. Das heißt, nehmt das auf jeden Fall an, denn dann schließt er das einfach. Einfach nebenbei ab, denn die Traumsaaten selber sind das, was uns Ruf gewährt. Zu guter Letzt haben wir auch noch das Superblumen-Event und zwar die Superblüte. Das wird er eingezeichnet anhand von diesem Horn und findet immer um Punkt statt. Das heißt 23 Uhr, 4 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr und so weiter. Dauert circa 15 Minuten und am Ende könnt ihr dann die Quest abschließen, wofür ihr Ruf bekommt. Ihr könnt euch ganz einfach zum Horn hinbegeben. Entweder bewegt sich der Baum gerade oder er steht einfach hier bei Amirdrasel und daneben findet ihr eine Tirade, wo ihr eine Quest bekommt. Diese Quest erhaltet ihr wie schon gesagt einmal die Woche und gewährt euch nochmal Ruf und zwar innerhalb der Drohe mit überblühenden Schätzen, also das auf jeden Fall abschließen, wie funktioniert das und zwar einmal annehmen müsst dann hier 50 äh, von diesen von dieser Währung holen. Das kriegt er, indem er hier einfach verschiedene Gegner tötet. Das heißt einfach, wo die anderen Leute hier unterwegs sind, hier diese Blüte erbeuten und dann braucht ihr nur 50 Stück. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und zu allerletzt braucht er dann noch den Boss-Kill ganz am Ende vom Event. Das heißt, wenn der Baum ganz am Ende angekommen ist, spawnt ein Boss. Den müsst ihr erledigen und damit kriegt ihr den Questabschluss. Für die Quest rund um die Traumsaaten, wie schon vorher erwähnt, gibt die Quest selber den Ruf nicht, aber die Traumsaaten, die ihr pflanzt, da ist fünfmal die Woche 250 Ruf drinnen, das heißt 5x250, äh, was ihr holen könnt. Was ihr dafür benötigt, sind die Saaten allerdings. Die Saaten droppen rundherum hier von allen möglichen Gegnern. Rares, World Boss von den Events aus den Kisten hier, aus den Traumsäckchen oder auch aus dem Superblumen event kriegt also mehr als genug. Alternativ könnt ihr bei der Rumrüstmeisterin diese Saaten auch kaufen gegen Vorräte der Dracheninseln. Für den Ruf selber reichen auch die kleinen Traumsaaten. Die großen epischen sind. Nur dafür da, damit ihr eventuell ein Reittier drinnen habt. Es reicht aber auch, wenn ihr euch hier die fünf kleinen immer holt oder alternativ diese Traumsaaten ganz einfach farmt. Damit ihr allerdings den Ruf hier rauskriegt, aus den Traumsaaten selber müssen diese mindestens auf 50% gefüttert werden. Das heißt, wir sehen hier 13 von 100 und das muss auf mindestens 50% sein, damit wir den Ruf auch tatsächlich kriegen. Manchmal kriegt man ihn auch bei weniger, aber garantiert ist es, wenn es mindestens auf 50 ist. Um die Quest abzuschließen, müsst ihr auch eine Saat reinballern. Um den Ruf zu kriegen, reicht's auch, wenn einen Tautropfen rein investiert. Die Tautropfen selber, die kriegt er entweder vom superbloom event oder von diesem mit zwei, so ein brauner Kreis mit zwei Schwertern eingezeichnet. Das ist so ein Weltevent, das ist immer kurz nach Superbloom. Könnt ihr einfach dort Mobs killen und kriegt ebenfalls mehr als genug von den Tautropfen dafür. Aber die beste Möglichkeit ist und bleibt eigentlich die Superblüte, um ein paar dieser Tautropfen zu kriegen. Ihr braucht, wie gesagt, 25 Tautropfen, damit er die Weekly abschließt und das soll eigentlich immer drinnen sein. Denn ihr müsst natürlich so eine Saat nicht alleine hochpumpen, sondern das können natürlich auch alle mit dabei helfen, die sich gerade im Gebiet befinden. Wenn so ein Wachstumszyklus zu Ende geht und ihr halt eine Saat investiert habt, also auch einen Tautropfen, dann droppt hier am Ende die Traumsaatruhe runter und innerhalb der Traumsaatruhe befindet sich dann hier 250 Ruf. Das könnt ihr fünfmal die Woche abholen, die 250 Ruf und danach kriegt ihr mehr oder weniger nur noch kleinere Materialien als auch glaube ich fünf Ruf raus. Als letztes haben wir noch zwei Möglichkeiten Ruf zu holen und zwar einmal die Woche könnt ihr jeweils diese großen Rares hier erlegen, da, die werden hier mal angezeigt, da braucht man meistens mehrere Leute dafür und es lohnt nicht so mega, das gibt nur 75 Ruf, das heißt man könnte das machen, wenn einem wirklich danach ist und da gerade Leute sind, dann würde ich diese Rares einmal erlegen. Ansonsten gibt es noch vier Schätze, die ihr nur einmalig looten könnt, da ist aber jeweils 200 Ruf drinnen, das sollte ihr definitiv machen und das schauen wir uns jetzt an. Der erste Schatz befindet sich hier unten auf dieser kleinen Insel und zwar sehen wir den nur sehr, sehr schwer, denn das ist so eine ganz kleine Druhe hier und wenn wir hingehen, sehen wir, wir können das auch nicht aufmachen, denn nur in unseren Träumen. Das heißt, wir gehen geben/schlafen ein, warten, bis sich unser Char hinlegt, im smaragdgrünen Traum stehen wir dann hier als Geist wieder auf und dann können wir ganz einfach diese Kiste looten und kriegen hier wie gesagt Transmog Flugsteine als auch einmalig pro Schatz 200 Ruf. Der zweite Schatz befindet sich direkt am Eingang der Zone und zwar hier oder 2 kann man vorne den Spot tiefgrüne Anlandung. Und wenn wir hier in das Gasthaus einmal reingehen, dann sehen wir auch hier wieder so eine grüne Kiste. Auch hier können wir wieder Slash Schlafen oder Slash Sleep, wenn er im englischen kleinen spielt, eingeben. Warten wir, bis wir aufstehen und holen auch hier die 200 Ruf aus der Kiste. Bei der Reichtraumklippe sehen wir hier so eine kleine Brücke drüber gehen und darunter ist eine Höhle. Das heißt, wenn wir hier kurz hochfliegen, dann sehen wir hier schon vorne den großen Hub einmal und wenn wir hier einfach einmal runterfliegen, haben wir hier eine Höhle und in dieser Höhle steht nochmal eine Kiste und auch hier gilt wieder das Gleiche. Auch hier wieder slash schlafen und einmal die Kiste plündern. Die vierte und letzte Kiste, die befindet sich beim Auge von Jiserna. und zwar links von diesem Kreis hier einmal. Sehen wir so einen schlafenden grünen Drachen und auch vor dem steht hier wieder eine grüne Kiste, die wir plündern können und auch plündern sollen für die 200 Ruf. Für den Smaragdgrünen Traum also definitiv die Story-Kampagne durchmachen, Sidequests durchmachen, die vier einzigartigen Schätze einmal looten und wöchentlich die 1500 Ruf-Quest, Superblumen-Event als auch 5 von den Traumsaaten füttern, als auch plündern und die Weltquests vale abschließen, um hier bestmöglich Ruf zu arbeiten. Zum Abschluss habe ich noch einige kleinere Tipps für euch, auf die ihr auf jeden Fall aufpassen könnt, um hier den Ruf noch ein bisschen leichter zu gestalten. Nummer 1 ist, wenn ihr Mensch seid, dann kriegt ihr generell nochmal 10% mehr Ruf, wobei sich das ja ändert mit The War Within. Das heißt, momentan könnt ihr es noch davon profitieren. Im späteren Verlauf gibt es den Rufbuff für die Menschen nicht mehr. Dann außerdem der Dunkelmond-Jahrmarkt findet jedes Mal am ersten Sonntag eines neuen Monats statt und zwar eine Woche lang. Dort könnt ihr euch durch das Karussell einen 10% Rufbuff abholen, dann kriegt ihr ebenfalls noch mal ein bisschen mehr. Dann gibt es außerdem auch noch ein Weltevent und zwar nennt sich dieses Bonusereignis Weltquests. Das könnt ihr immer feststellen, indem ihr einfach den Kalender durchschaut. Das findet immer mal wieder statt und wenn ihr fahrt, dann könnt ihr das auf jeden Fall beachten, denn während diesem Event kriegt man 50% mehr Ruf für alle Weltquests. Das gilt nicht nur für Dragonflight, sondern generell für alle Weltquests, die es innerhalb von WoW gibt. Außerdem, wenn dieses Event ab ist, also das Weltquest-Event, dann findet er innerhalb von Waldraken und zwar beim Brunnen einmal die Quest, die Welt wartet. Die können wir nämlich hier annehmen und dabei müssen wir einfach nur 10 Weltquests abschließen und erhalten 2500 Ruf für eine der sechs Fraktionen. Das heißt, ihr könnt euch hier ein Room-Level über dieses Event abholen. Wenn ihr überhaupt schon Max-Ruf seid, so wie in meinem Fall, dann sind diese Account gebunden. Das heißt, ihr dürft da dann auf Twings schicken. Seid ihr nicht ehrfürchtig. Oder nett, Max Ruf bei den jeweiligen Rom-Fraktionen, dann könnt ihr die natürlich nicht verschicken. Dann könnt ihr euch aber trotzdem eine Rom-Level für eine Ruf-Fraktion eurer Wahl einmal abholen. Ich persönlich würde euch Waldracken am nächsten legen, was das angeht. Und dann haben wir nur noch einen Tipp und das sind die Verträge. Die gelten ebenfalls nochmal für die Weltquest. Das heißt, wenn wir hier reingehen und einmal im Auktionshaus Vertrag eingeben. Dann sehen wir hier zahlreiche Verträge. Die, die uns interessieren, sind natürlich die für die neuen Fraktionen: Drachenschuppen, Expedition, Waldraken und so weiter. Die könnt ihr euch kaufen, könnt so einen benutzen. Dieser hält von Mittwoch bis Mittwoch, also eine Woche lang. Und während dieser aktiv ist, kriegt ihr 15 Ruf für jede Weltquest, die ihr abschließt, egal ob es jetzt für diese Ruffraktion gerade gewesen wäre. Das heißt, ihr könnt da könnt ihr zusätzlich nochmal ein bisschen Ruf abholen, indem ihr diese Verträge aktiviert. Lohnt sich auch nochmal für die ein oder andere Ruffraktion. Das war es damit auch schon. Rund um die sechs Main-Ruffraktionen innerhalb von Dragonflight und wie ihr für diese am besten den Ruf nach oben farmen könnt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit helfen konnte. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Anmerkungen oder Anmerkungen andere Tipps habt, wie immer gerne damit ab und in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein, ciao.